Ihr steht jetzt unten immer noch im Zwischendeck, habt euch gerade noch ein bisschen darüber ausgetauscht, was Ragnar in Boran passiert ist, beziehungsweise wie ihr aus der Mine geflohen seid, so ein bisschen euch ausgetauscht. Dann kommt Bredigian gerade wieder aus der Tür des ja wohl Offiziers Iri Balgur, was auch immer das für eine Gestalt ist, hat die Heiltränke ausgeteilt und die Wunden, so sie denn offen sind, schließen sich. Die Finger von Yalan bleiben allerdings schwarz. Hoffentlich geht das wieder weg. Ja, jetzt bin ich irgendwie zu spät, um was zu sagen, von wegen komische Magie tut man nicht aufs Schwert und balsamier mir auf ein. Hab ich genug, um erst ein Stück von meinem Dolch einzubalsamieren und zu gucken, ob er zu Staub zerfällt? Das reicht für eine Anwendung. Und wenn ich jetzt zwei Hände hätte und anderthalb Hände unten durchbalsamieren wollte, reicht das dann nicht? Also Ja, okay, sorry, ich sprang gerade weiter. kannst halt gucken, ob du noch sowas wie ein Speer in der Waffenkammer findest, aber also anderthalb Hände oder zwei Hände liegen da nicht rum. Nee, es geht, okay, wenn ich nicht irgendwie ein kleines bisschen auf eine andere Metallfläche machen kann, dann ist es mir egal. Ich Glaubst du, balsamiere ich das ganze verrate dir jetzt Schwert die an. Qualität? Nein, natürlich nicht. Gut, ich weise mir das ganze Schwert an. Ich wollte nur wissen, ob es Feuer fängt oder so. Aber. Das sehen wir dann ja, wenn es zu spät ist. Richtig. Ja, das Waffenbalsam ist Qualität M. Da müsste ich jetzt mal nachgucken, was Qualität M macht. Ich glaube, das ist nicht so günstig. Der Typ, Alter, ne? Den würde ich echt hinrichten. So, Waffenbalsam. Wirkung. So, Seite 34. Misslungene Elixiere. Richtig, da ist die Liste. Ich würde sagen, Suchen du Sie würfelst einen einfach mal. oder mehrere Effekte aus dieser Liste heraus, lassen Sie sich zu individuellen Auswirkungen inspirieren. Dann würfel mal 1W6. 6. Gut, dann hast du alle 6 Effekte. Kann Dann ich da muss einen ich auch Chippy nicht für ausgeben? würfeln, welche. Da kannst du auch einen Chippy für ausgeben. Oder das kann auch jemand anderes machen, wenn du den noch beim Kampf brauchst. Der wird dann halt verbrannt. Na gut. Also kann ich Chippy ausgeben, um überhaupt keinen Effekt zu haben oder um die Effekte neu zu würfeln oder was Der möchtest du? Trank ist laut Abenteuer misslungen. Das heißt, du würfelst nochmal ein W6. Alles klar. Besser. 2. Dann darfst du nochmal ein W6 würfeln. Achso, du guckst mal bitte auf Seite 34 nach Habe welcher ich Zahl. schon. Gut, dann 1. Was ist die 1? Das Mittel hat Wird keinerlei nicht. Wirkung. Okay. Und dann nochmal ein W6. Yep. Die 6. Die 6. Dann ist das die 40. Alles, was mit dem alchemistischen Produkt in Berührung kommt, ohne oder jedes Wesen, das einnimmt, fängt für einen W6 SR, alle Spielrunden an, Spielrunden. mystisch zu schimmern. Okay, super, ja. Du streichst das Schwert mit diesem Mittel an und siehst, dass es dann sofort anfängt zu phosphoreszieren in so einem blauen Leuchten. Das Ding hat auf alle Fälle gewirkt. Also du kannst es erkennen, dein Schwert ist jetzt leuchtend. Preis ist mit uns. Vorwärts! Ja, du hast ein Chibi ausgegeben, es leuchtet sogar gelb. Vorwärts, Cool, okay. dann Geht's frisch gestärkt, die Treppe hochgepoltert. ja, Super. Ragnar kommt auch frisch gestärkt und frischen Mutes hinterher. Du hast keine andere Zauber auf dir? Keiner von denen ich weiß. Wollte ich nur wissen. Ja, dann betretet ihr das Oberdeck und könnt hier, das ist das allererste, was ihr erkennt, während ihr die Treppe nach oben geht, auf der linken und rechten Seite die infernalisch riesigen Hörner dieses gehörnten Dämons erkennen, was es euch noch einmal bewusst macht, dass es sich dabei nicht nur um ein lebendes Schiff handelt, sondern um einen Dämon, und zwar einen Gehörnten, der irgendwann einmal von Borberat beschworen worden ist, irgendwo auf Maraskan, und die gegen die sieben Gezeichneten gekämpft haben. Ihr jetzt also in diesem direkten Schatten von Borberat, von den sieben Gezeichneten, und während ihr die Treppen weiter nach oben tretet, könnt ihr sehen, wie hier wohl ein paar Äste nach oben ragen. Keine wirklichen Bäume, aber etwas größere Stämme, die nach oben ragen und sich dann aufteilen in Gabeln. Und auf einer dieser Gabeln hängt eine Person.
schwer gerüstet, unglaublich vernarbt, glatzköpfig, beziehungsweise die Glatze ist leicht ja, angewachsen, also so, dass die ersten paar Haare schon wieder drauf sprießen, ein leichter Vollbart. Sie blutet und ist jetzt auf diese Astgabel gesteckt. Sie wurde geästet. Hängt dort die ja, Gliedmaßen ausgebreitet und windet sich dort gerade in infernalischen, unsagbaren Schmerzen. Ihr tretet das Oberdeck weiter nach oben, beziehungsweise die Treppe nach oben und könnt jetzt Aufbauten erkennen. Türme, die hier gefertigt worden sind. Nicht aus Unholz, sondern das sind tatsächlich verarbeitete Planken, Hölzer von normal geschlagenen Bäumen, die hier wohl Menschen draufgesetzt haben. Dann ragt vor euch ein steinerner Altar nach oben, der allerdings leer ist, und dahinter könnt ihr sie erkennen. Drei Gestalten, vier. Zwei große Torwaler, drei große Torwaler, die hier stehen. Einer in der Hand einen Dolch und zwei Hörner, die ihm aus dem Kopf ragen. Sieht allerdings nicht unbedingt sehr körperkräftig aus. Er hat einen sehr athletischen Körper, möchte man sagen. So sehr, sehr tief liegende oder tief sitzende Muskeln. Die anderen dagegen umso stärker, mit zwei Äxten bewaffnet, stehen dort abwartend, und ein Kapitän, der jetzt gerade aus einer Tür hervortritt und langsam auf euch zu in seiner Hand. Er steckt gerade einen ziemlich großen Spieß umgedreht in den Plankenboden. Es sieht aus wie eine Art Effortbart. Na, vielleicht wie ein abgebrochener Effortbart. Der dritte Zacken ist wohl rausgebrochen. Also ein Zerrbild eines Eferdis. Das erste Mal, dass euch ein ja, Charybdrot-Paktierer entgegenstarrt. Aus seinen Augen leuchtet es infernalisch blau, tritt er auf euch zu, er hat die Ruhe weg. Und ja, sein Kostüm, das, was ihn als Kapitän klassifiziert, neben der Ausstrahlung, neben dem Dreispitz, dem Hut, den er jetzt auch auf diesen umgedrehten Effortbart steckt, ihn drauf legt wie eine Art Hutständer. Er ist in Algen gekleidet. Willkommen auf meinem Schiff. Ich bin Kapitän Rodgard, gefallener Priester. Und wer seid ihr? Jarlan vom Schnattermoor und euer Tod. Ragnar, der Koch. Brindijan, mein Name. Und ich werde euch heute in den Äthergen zurückschicken, wo ihr hingehört. So soll es sein. Er schmunzelt leicht. Ihr könnt sehen, wie überheblich und arrogant er ist, wie er langsam auf euch zuschreitet. Die anderen drei Torwaler bleiben dort stehen, bewegen sich wohl nicht weiter, nur über euch in der Astgabel immer noch das Stöhnen dieses schwer verletzten Mannes, das Blut, was leicht an dieser Astgabel hinunterläuft, verkrustet. Also gut, ihr seid unberechtigt auf mein Schiff vorgedrungen, aber das werde ich euch nicht zur Last legen. Ihr seid hier, um dieses Schiff an euch zu reißen? Dann besiegt mich in einem Duell. Sehr wohl. Zeigt mir das letzte bisschen Ehre, das noch im verkümmerten Körper noch ist. Ihr seid also euer Streiter? Immer. Wer denn sonst? Gut. Den Koch habt ihr befreit? Wir waren nicht ganz sicher, was er denn wirklich ist. Er hat uns sehr verwundert, dass ein solcher Guerillakämpfer aus Boran eine Rüstung hat, die doch von einigem Interesse für uns war. Ja, erkennt ihr denn, wo sie her ist? Nun, ich selber habe nie Belharion Manning streiten sehen, aber uns wurde in Boran bereits mitgeteilt, dass sie wohl von ihm sein soll. Nun, falls ihr ihn eines Tages in den Niederhöllen wiederseht, fragt ihn mal, wer ihm den Arm abgenommen hat. Also gut. Meinen Namen werdet ihr nicht bekommen. Er schaut so ein bisschen zu Ragnar, zu Myria, zu Brindijan. Dies soll ein fairer Kampf sein. Und meine Streiter werden dafür sorgen, dass es fair bleibt. Ebenso wie meine.
Ich will schließlich nicht, dass wir uns von der Herrin Rondra, er spricht das Wort extra laut aus, hier noch Schande geben. Auch wenn sie sich um euch vielleicht nicht gar so schert. Ich würde mal Brindician ins Ohr flüstern. Ich halte das für keine gute Idee, dass er die ganze Zeit von einem ehrbaren Duell redet. Ich auch nicht. Ich halte mich bereit. Sehr gut, ich auch. Dreh mich nochmal kurz zu meinen Kameraden um. Solange der Mann, das Tier, das er halt nichts außer der Reihe tut, schreitet nicht ein. Die Götter wollen es. Nun, ich mach mir da keine Sorgen, Jalan. Belharion war ja auch ein Klacks für dich. Es gab vor langer Zeit auch eine Tradition. Wenn ihr es denn wollt, können wir auch die Kämpfe so abhandeln, dass wir 4 gegen 4 kämpfen. Nein. Er verbeugt sich leicht, deutet nur eine Verbeugung an, lässt sich dabei nicht aus den Augen. Also gut, dann eine 1 gegen 1. Mögen Rondra und Charybdor über diesen Kampf wachen. Ich bitte nochmal stumm, Rondra, dass sie diesen Zweikampf doch segnen möchte, egal wie er ausgeht. Ich bitte Preis darum, dass er mir doch bitte den Sieg schenkt. Dann nehme ich Haltung an. Admiral Rodger geht zu einem Krieger, der wie gesagt Torwaler ist, lässt sich dann einen Degen reichen und greift in seinen Gürtel, wo er einen Dolch hat, und tritt dann mit Degen und Dolch in der Hand an dich heran. Gut, möchtest du die Initiative auswürfeln oder sollen beide auf dem Maximum starten? Ich möchte würfeln. Du möchtest würfeln. Das ist eine gute Idee. Dann startet Rodger, der Archenkapitän, bei... Ich muss gerade gucken, was hatte ich denn gesagt? Du hast eine 6 gewürfelt. Ich habe eine 5 gewürfelt. Die 6 war noch von den... Das war noch was anderes. Misserfolgen. Ja, lass mich gerade ins Forum schauen. Ich habe die Werte dort notiert. Ich habe sie geschrieben. Ja, das hatte ich dir vorhin gesagt, ne? Ja, genau. Genau. Initiative 22 plus 1 B6. Besser. Dann ist er bei 28. Da habe ich weniger. Also ich habe das Initiative-Brett rangezogen, aber dadurch, dass es nur ein 1 gegen 1 ist, brauchen wir, glaube ich, das Brett nicht. Du musst der Erste sein. Was hast du für eine Ini? Jedenfalls weniger. Sekunde. Ich habe 16 plus 5 plus 2 minus 2, also 16 plus 5, also 23. 23, ja, ist bei 28. Nee, ich bin doof. 22. Nee, 21. Aha. Ja, also okay. Du misst handeln. Distanzklasse? Er würde gerne auf innen kämpfen und dadurch, dass er 4 Punkte mehr hat als du, kann er das auch bestimmen. Kann er so eine Distanzklasse unterlaufen. Mache ich. Ich... Fuck. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich greife an. 5 auf Hinte. Ich wollte gerade sagen, 3, 2, 1, 0, aber... 8 auf Hinte. Gut. 8 auf Hinte. Trifft. Trifft. Okay, ich überlege gerade, das pariert er ganz normal. Ich wollte gerade noch eine Meisterparade reinstecken, aber wenn er 8er findet, ist ihm das zu viel. Dann trifft er auf die 19. Das ist geschafft. Ernsthaft, der Mann hat eine 27er Parade. Ja, du kannst sehen, wie er mit dem Dolch, den er in seiner Hand hat, ziemlich gut arbeitet und damit deinen anderen Halbhänder leicht wegdrückt und dann mit dem Degen selber zu einem Angriff ansetzt und das nicht schafft, sondern an deiner Rüstung hängen bleibt und leicht zurücktänzelt. Ich muss eine Umwandlung vor meiner ersten Aktion ansagen, außer ich habe Kampfgespür, richtig? Das müsstest du jetzt ansagen, genau. Achso, ich kann jetzt noch ansagen? Nee, vor der ersten Aktion. Kampfgespür also, ist... Das war die erste Kampfrunde. Er hat einmal pariert, er hat einmal attackiert. Und jetzt wärst du wieder dran. Parierwaffen 2. Er hat wahrscheinlich 2 Paraden. Halte meine Parade und greife nur einmal an. Ich... D6
denn ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich mach nochmal nach dahinter. Nee. Kann ich mir auch schenken. Richtig. Ich vergrößere die Distanzklasse. Sollte erstmal das Wichtigste sein. Nee, ich bleib stehen. Ja, dann passiert eigentlich nichts, ne? Kein Patzer, nichts passiert. Nö, passiert ja, setzt mal zu einem gezielten Stich an. Mhm. Was hast du für einen Rüstungsschutz? Moment, meinen Gesamtrüstungsschutz müsste ich gucken, er müsste so bei 5 liegen. Warte, da Rüstung. Sonst, wir können auch Trefferzone dann bestimmen, dann können wir mal gucken. Mein Gesamtrüstungsschutz liegt bei 5. Ja, gut. Sein Waffenmeister gibt ihm eine plus 2 bzw. minus 2, das heißt, der gezielte Stich ist nur um 2 Punkte erschwert und dann nochmal der halbe Rüstungsschutz. Dann hat er auf alle Fälle getroffen, wenn du nicht parierst. Ja, parieren wir das mal. Ist auch nichts drin oder so, einfach nur gezielter Stich, das passt. Er trifft auf 19, das ist der Kopf. Ja, aber kein doppelter Schaden. Das kann er ruhig, da habe ich 5 Punkte Rüstung. Wie viel? Sorry, ignoriert er. Ja, sorry, wie viel Schaden macht er? 7 Punkte in den Kopf, also sticht dann wohl gerade unter Helm in deinen Hals. Tut schon ziemlich fies weh, aber ist nicht so, dass er erst eine Ader verletzt hat. Sticht da mal zu, du merkst, dass es wohl eher ein Austesten ist. Ein Austesten seiner Grenzen, deiner Grenzen und er tänzelt wieder so ein bisschen leicht hin und her. Spielt ein bisschen mit seinem Dolch in der Hand. Okay. Nächste Kampfrunde, ich vergrößere noch einmal. Mhm. Kann er mit einer normalen Parade, kann er das abwehren? Nein, nur das Herangehen. Ah, gut, ja, dann hast du jetzt einfach die Distanzklasse vergrößert. Das ist gut. Wir müssen da mal, glaube ich, über eine Hausregel sprechen. Oder ich verstehe die Regel nur falsch, aber so ist sie. Ja, machen wir nochmal, aber an sich stehst du jetzt auf einer höheren Distanzklasse, hast keinen Schaden gemacht. Dann muss er wieder rankommen, beziehungsweise er könnte auch mit einer plus 6 in der falschen Distanzklasse angreifen. Macht er erstmal. Er greift erstmal auf eine andere Distanzklasse an. Wie gesagt, er testet die Grenzen aus. Hast du übrigens eine Wunde bekommen? Mhm. Durch den Schaden, also durch den gezielten Stich kriegst du sowieso immer eine Wunde. Und dann die 7? Nee, für 7 kommt keine Wunde durch. 7 nicht, okay. Bin da schließlich heiser. Okay, ja, er hat angegriffen. Der Angriff hatte das nicht geklappt, weil ich hatte das natürlich 6 Punkte weniger. Alles gut. Da bist du da. Wie gesagt, ich halte seinen Angriff gegen. Du möchtest gegenhalten? Ja, ich möchte gegenhalten. Moment. Kann ich gegenhalten? Warte. Gegenhalten kannst du prinzipiell machen, dann parierst du nicht. Aber ja gut, er hat nicht getroffen, also kannst du nicht gegenhalten. Ja, du musst das vorher ansagen. Ach so, richtig. Du musst es vorher ansagen und dann wird dann die Initiative und so weiter. Wird dann geguckt, das hättest du vorher ansagen müssen. Ich wollte es, aber du hast mir keine Chance gegeben. Ja, okay. Ja, okay, machen wir nächste Runde. Deine Pause nach deiner Ansage, damit ich reagieren kann. So, dann Angriff, Attacke, nächste Kampfrunde, du bist dran. Gut, dann greife ich doch mal an. Machen wir. Nee, ich greife einfach. Machen wir 5er Wuchtschlag. 5er Wuchtschlag? Ja, ich spekuliere darauf, dass er platzt. Oder einen 20 würfelt oder so. Ja, ich komme sonst nicht durch seine Parade. Kein Problem. Er möchte dich binden. Und ja, durch seinen Waffenmeister ist das Binden erleichtert um 4. Kann er das in der falschen DK? Das kann er bestimmt in der falschen DK. Ich würde einfach mal eine plus 6 wieder aufschlagen für die falsche DK. Es geht nicht ums plus 6, er kriegt eine plus 0 für die Parade. Die Frage ist, ob er Manöver kann, weil Manöver kann man eigentlich nur in der richtigen DK. Ich weiß aber nicht, wie es beim Binden ist. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so gehört. Ja, dann müsste ich jetzt nachlesen, lasse ich aber sein. Klären wir bis zum nächsten Mal. Gehen wir einfach mal davon aus, dass er es nicht kann. Dann wird er nicht binden, sondern er macht dann eine Meisterparade.
erschwert um... Wie Parade war normal, ne? Ist nicht erschwert. Richtig, nicht erschwert, wenn man zu lang ist. Ja, Meisterparade 10. Mhm. Das ist knapp geschafft. Dann ist er jetzt dran, hat sich 10 Punkte aufgespart und möchte jetzt eine Finte... Ne, er macht nochmal einen gezielten Stich. Nochmal einen gezielten Stich, Schwert um 4, beziehungsweise mit Waffenmeister. Ich würfel einfach mal. Ich halt gegen. Gut, das war jetzt schnell genug, dann kannst du gegenhalten. Mit in die Differenz und Dings wird das nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Genau, da müssen wir uns jetzt die innere Differenz angucken. Er ist bei der ist, 28. Kriegen, ist nicht geschafft. Gut, dann kannst du den halben Schaden machen und er macht den vollen Schaden. Er kriegt 5. Und ich kriege 8. Wohin? Er bekommt 5 Schaden. Dann bekommst du nochmal in den Kopf. Wie sieht das mit der Wunde aus? Wie viel kriege ich? 8? Nein. Achso, da ist ja keine... Okay. Das ist, wie gesagt, wegen gezielten Stich ist das die zweite Wunde im Kopf, ne? Ja. Langsam gibt's Probleme. Er hat ja noch gar nicht ausgepackt. Gut. Dann hast du gegengehalten. Er bekommt wie viel Schaden? 5, ne? Ja. Ist eine Trefferzone? Ja, gib mir mal eine Trefferzone. Ist keine Wunde, aber dann kann er mit seinem Hakendolch deinen anderthalb Hände abwehren. Du schneidest ihm aber dann noch dementsprechend die Hand auf, wo er den Hakendolch hat. Und während du deinem anderthalb Hände mit Blicken folgst, merkst du den nächsten fiesen Stich in deinem Hals. Nächste Kampfrunde, du bist dran. Da ich mich auch nicht Master parieren lassen möchte, mache ich nochmal eine schöne, sagen wir, Sechser-Finte. Irgendwas muss gehen. Nicht geschafft. Sicher? Plus 10? Wieso ja, plus 10? Achso, wegen der Wunde, ne? Richtig. Ja, das ist nicht gut. Dann. Ja, muss er quasi nicht parieren, hat aber auch leider keine Meisterparade, dann macht er wieder nur den gezielten Stich. Das ist abhängig davon, wo er trifft, könnte das helfen. 4 in dein rechtes Bein, ich glaube nicht, ne? Wie bitte? Ich glaube nicht, dass, also rechtes Bein, Rüstungsschutz, ich glaube nicht, dass er dann mit der Erschwernis von der halben Rüstungsschutz... Rechts Bein müsste... Ah, sorry, ich kenne meine Werte nicht auswendig. Kein Problem. Stehen bei Waffe, Rüstung... Ja, ich weiß, Rüstung, ich bin nur gerade hier. Bein 2, 4, ebenfalls 5. Ja, ein leichtes Tänzeln. Ragnar und Brindigian stehen fassungslos an der Treppe, können erkennen, wie Jalan mehr und mehr Blut verliert. Der Archkapitän, der Paktierer, lächelt finster, weiterhin arrogant. Ihr seht, dass Jalan wohl verlieren scheint. Möchtet ihr irgendetwas tun? Weiß nicht, ich würde Brindigian angucken und ihn fragen, ist er wirklich so gut oder hat er sich Hilfe von der Erzdämonen geholt? Wieder zurück. Weiß ich nicht. Ich hole Hilfe und dann laufe ich die Treppe runter. Okay. Wohin möchtest du rennen? In die Richtung, wo unsere ganzen Söldner rumstehen. Ja, die stehen ja direkt dann hier und warten dort. Genau, die müsste ich ja sogar sehen, wenn ich die Treppe runterkomme. Ja. Und ja, dann laufe ich wahrscheinlich gar nicht bis ganz unten und rufe direkt, helft uns! Und verschwinden wieder nach oben. Okay. Würfel mal eine Athletik. Nicht so sehr für dich, sondern vielmehr für die anderen, beziehungsweise je nachdem, wie viele Kampfrunden das jetzt dauert. Würfel mal 1W6. Dann hat Jalan jetzt noch 3 Kampfrunden Zeit. Hey, das ist ein bisschen zu wenig. Können wir da nicht 8 draus machen? Ich muss schon sterben. Du, kein Problem. Schafft er. Gut,
Ich habe noch eine Aktion diese Runde. Ich muss den nicht parieren. Aktion, Position, Erschwernis abbauen. Nächste Kampfrunde. Ich bin dran. Ja, was tue ich? Ich mache nochmal eine 6er Finte. Warum nicht? Entschuldigung, 6er Finte durchgekommen. 6er Finte, das war also jetzt die einmal Aktion Position zum Abbauen deiner Erschwernis. Richtig, das war letzte Runde und dann diese genau, Runde. Jetzt nächste Runde, du bist dran. 6er Finte ist geklappt. Dann macht er dir eine 4er Meisterparade. Mhm. Auf die 17. Das hat er geschafft. Natürlich hat er das geschafft. Dann hat er jetzt nur 4 Punkte über. Dann kämpft er auf die 21. Gezielter Stich. Denkt dran, dass er plus 6 aus der Distanzklasse kriegt. Okay. Nur, dass wir das nicht vergessen. Ja, aber wir sind recht. Noch auf die Geist. Plus 6, minus 4 sind plus... Ach, ich würfel einfach mal... Können wir mal nachträglich gucken. Mit der 7 hat er das auf alle Fälle geschafft. Ich kann es nicht nachträglich gucken. Ich muss ja eine Ansage machen. Ach, ja, okay. So, Entschuldigung. Dann würfel ich jetzt nochmal. Also, er hat gerade mit der Meisterparade ist er bei der 21. Und durch die falsche Distanzklasse plus 6 ist er bei der 15. Das gezielten Stich habe ich eben angesagt. Das ist also eine plus 2 plus Rüstung oder halbe Rüstung. Gut, ich halte ihn gegen. Gegenhalten. Nein, warte. 3. Ich pariere ihn. 2. Ich pariere ihn. Alles gut, ich pariere ihn. Ich möchte mir keinen gezielten Stich fangen, nicht noch einen. So, geschafft. Das ist jetzt abhängig davon, wo er zusticht. Ich vermute, mit der Rüstung wird er das nicht schaffen. Rüstung, rechtes Bein. Ich habe ihn pariert. Ach, du hast ihn pariert, okay, ja. Okay, nochmal, halt mich ganz kurz an. Ich bin mir sicher, dass die Erschwernis beim gezielten Stich nach der Thronenrüstung geht. Genau, nach der Gesamtrüstung. Achso, nach der Gesamtrüstung. 5 halbe sind dann immer 3. Ja. Das macht doch einfach Erschwernisgrad. Gut, ich habe ihn pariert. Ja, nächste Kapitel. Ich geh nochmal zum Angriff. 6er Finte, ich kann sonst nichts. Also ich kann schon, aber nichts gut. Trifft. Parade mit einem... Er legt da jetzt eine plus 8 rein. 8 und 6. Und 6 von 8 und 6 sind 14. Dann hat er die. Ja, passt. Dann hat er jetzt natürlich eine 8er Meisterfinte. Todesstoß. Todesstoß versehen mit einer Finte. Finte 2. Das heißt, insgesamt Erschwernis ist 10. Für ihn, ja. Genau, für mich ist 2. Die Erschwernis ist also eher Todesstoß plus 8. Achso, plus halbe Rüstung ist 3. Das heißt, er ist bei einer plus 11. Plus die Distanz. Oh Gott, das ist jetzt. Ja, ja, jetzt da. Plus jetzt die Distanzklasse. Distanzklasse ist plus 6. Ja, ist 17er Erschwernis. Was hat er jetzt für eine Meisterparade? Er hatte eine 8er, ne? Eine 8er. Ja, das heißt, wir sind bei 17 minus. 8 ist die erschwert um 9. Ne, das hat er nicht geschafft. Es ist schade, denn ich hätte gerne Zeit zum Ansagen gehabt. Wenn der Würfel schon rollt, kann ich nicht noch schnell... ja, nächstes Mal. So, alles klar, das war jetzt die zweite Kampfrunde. Mhm. Er ist ein... NPC, und zwar nicht nur irgendeiner, sondern ein Meisterhaft. Das heißt, ich möchte ganz gerne einen Schicksalspunkt benutzen, den er hat. Das heißt, wenn ich nochmal schmeißen möchte. Genau, ich möchte diese 18 nochmal neu schmeißen und dann kannst du vorher noch die Ansage machen. Okay, ich pariere ganz normal. Ganz normale Parade und er trifft auf die. Ah, ich glaube die 9, ne? Nee, gar nicht. 19. Wow. Hätte ich ihn doch mal gegengehalten. Aber meisterliche Parade. Nee, doch nicht meisterlich.